Gut, die erste Frage, die Sie mir stellen. Was verstehen Sie unter Abduktion? Und in welcher Beziehung steht dieser Begriff zu einem Verständnis von Raum und Zeit? Das ist eine schöne Frage für mich, weil die Abduktion sehr wichtig ist. Abduktion ist, eigentlich gilt das eine Art kreatives Schlussfolgern. Und was mich daran interessiert, ist, dass es Kreativität mit Schlussfolgern in einen Zusammenhang setzen kann. Es ist also nicht entweder logisches Denken oder kreatives Entwerfen, sondern im Begriff der Abduktion sind genau diese beiden Dinge zusammengebracht. Und es steht tatsächlich eigentlich im Wesen im Verhältnis zu Raum und Zeit. Also der Begriff als logischer Begriff wurde von einem Mathematiker und Logiker im 19. Jahrhundert geprägt, von Charles Sanders Peirce, der bekannt geworden ist als der zweite große Semiotiker neben Ferdinand de Saussure. So, Ferdinand de Saussure steht für eine linguistische Zeichenlehre, kann man sagen, die versucht hat, den Umgang mit Zeichen wissenschaftlich zu erfinden und ist für das ganze 20. Jahrhundert unglaublich wichtig geworden mit dem Linguistik-Turn in den Kulturwissenschaften und der Philosophie. Aber Peirce hat eigentlich das Gleiche aus einem mathematischen Denken heraus angegangen und hat gesagt, im logischen Denken kennen wir, wenn es um Abstraktion geht, einerseits Deduktion oder Induktion. Das waren so die zwei methodischen Schlussfolgerungsweisen. Und Peirce hat gesagt, das reicht nicht, weil er von einem Raumbegriff ausgegangen ist, der topologisch ist. Also sein Anspruch war, eine topologische Logik zu schaffen. Und in der Topologie ist eben eigentlich nicht der Raum als geometrisches Konstrukt oder als sogenannt kartesianischer leerer Raum drin, sondern das ist eine Art Logos, also eine Art Sprechweise, um über Örter zu sprechen. Topos ist ein Ort. Und ein Ort ist zwar, kann man sagen, irgendwo im Raum, aber ist eben nicht aus dem abstrakten Raum heraus ableitbar, deduktiv oder induktiv. Das heißt, der Begriff der Abduktion geht im Kern darum, wie kann ich über Orte sprechen, in einer Weise, die sowohl mathematisch bleibt, also präzise ist und unpersönlich ist, also nicht subjektiv ist, also nicht ich will den Ort so beschreiben und deswegen beschreibe ich ihn so, sondern es gibt eine objektive Weise, auf einen Ort Bezug zu nehmen, der sich kommunizieren lässt. Und kommunizieren heißt dann, reduziert sich nicht darauf, dass ich dich verstehe, sondern du und ich, wir sprechen von einem Gemeinsamen. Ja, so, das ist sehr wichtig. Das heißt, Abduktion kann man sich so vorstellen, dass man von einem Ort zum Beispiel, wo man ist, auf den man sich beziehen möchte, ausgeht und davon aber etwas mitnimmt, dass man dann quasi zu einem Modell macht von diesem Ort. Und das Schöne ist, dass dann solche Modelle von einem Ort, weil sie mathematisch formuliert sind, immer wieder verallgemeinerbar sind, das heißt kombinierbar sind mit anderen Orten, aber nie einen homogenen Gesamtraum beschreiben, sondern sowas wie eine Architektonik etablieren. Und eine Architektonik in diesem Sinn ist kein homogenes System. Also man kann in einer Architektonik nicht mit einer Analytik denken, sondern das Analytische ist dann immer relativ zu einem Schritt der Abduktion. Und das heißt, es ist quasi ein zeitlicher Raum. Es ist ein Raum, der zwar eben als Raum beschreibbar ist, also in der Topologie, aber der geht schwanger mit Zeit, kann man sagen. Und das ist eine Art Materialismus, die daraus entsteht. Und dieser Materialismus, der ist, muss man sagen, nicht direkt physikalisch, sondern zumindest zur Zeit, als Peirce mit dem gedacht hatte, den muss man durch Metaphysik angehen. Das hat sich inzwischen, könnte man sagen, auch etwas erweitert, weil wir uns mit der Quantenphysik sehr viel vertrauter geworden sind, dass Materie selber aktiv ist. Also Materialismus im 19. Jahrhundert hat immer noch geheißen, Materie ist im Wesentlichen passiv und Form
prägt sich ein in die Materie und bringt Ordnung. Und das ist auch der Hintergrund, vor dem Peirce überhaupt angefangen hat, so über eine neue Logik zu denken, eine topologische, weil er war nämlich Elektroingenieur im 19. Jahrhundert. Was wichtig ist, ist, dass diese Abduktion wirklich für eine Gedankenbewegung steht, die Kreativität und Logik oder Mathematik und Bedeutsamkeit nicht als zwei Antipole stigmatisiert, ja? Also nicht mittragen will, dass es einerseits das präzise Denken gibt und andererseits das Künstlerische und das Kreative. Und das ist eine Position, die im 20. Jahrhundert ganz selten geworden ist, eigentlich. Also das Verhältnis von Raum und Zeit zur Abduktion, das ist wirklich kompliziert zu sagen, weil es einerseits darum geht, dass Raum und Zeit sich nie wirklich separieren lassen. Es ist aber gleichzeitig nicht die gleiche Vorstellung wie die, die dann von einem Raumzeitkontinuum spricht. Sondern dieses Kontinuum, in dem Raum und Zeit quasi immer miteinander, also sich bedingen, sich brauchen, um überhaupt etwas zu sein, dieses Kontinuum ist eine Art elektrisches Spektrum. Also ist materiell primär. Also Energie wird, das ist ja das, was die Informationstheorie, die Informationstechnik dann einführt, dass wir nicht nur Materie und Form haben, sondern Energie als dritte Grundkategorie der physikalischen Welt. Energie und Information, weil die zwei spielen zusammen. Und das nimmt der Begriff der Abduktion und diese Art von Logik eigentlich vorweg, mit dem Interesse, das Kreative mit dem Exakten zu verbinden. Und wenn man sich das so vorstellt, also ich stelle mir das vor, das ist jetzt wiederum ein Modell, aber ich würde sagen, eine Art architektonisches Modell, dass wenn man jetzt als Architekt zum Beispiel mit Abduktion arbeitet, dann schafft man sowas wie verschiedene Skalaritäten, würde ich das nennen, sowas wie Plateaus. Ja. Und diese Plateaus, die sind einerseits ein bisschen so wie geologische Stratas auch sind, aber die Gesamtheit der Erde als geologischer Körper ist nicht da, sondern das sind sowas wie Sedimente oder geologische Straten relativ zu einem Interessensfokus. Und wenn man sich das dann so vorstellt und denkt, okay, jetzt arbeite ich aber nicht nur in einem Projekt mit Abduktion, sondern ich arbeite während 10 Jahren mit Abduktion, dann kommen diese Dinge, die man findet, in einen Zusammenhang, der Platz hat für ganz vieles, was man nicht mitgedacht hatte, explizit. Das heißt, es wird ein Raum, also es ist nicht nur so, dass Raum und Zeit quasi sich nicht gegenüberstehen, sondern bedingen, sondern es entsteht ganz viel Platz für Zufall, was wir Zufall nennen könnten. Oder das Unvorhergesehene oder so. In der Antike hatte man den schönen Begriff von Kairos dafür. Und Kairos, das ist quasi, das ist die Zeit, die man nie greifen kann. Kairos war so die Zeit relativ zu einem Einfall oder zu einem Event, der geschieht. Und Kairos wurde vorgestellt immer als eine Figur, die erstens keine Haare hat, nur hinten ein Schopf. Von daher kommt die Rede, die Zeit beim, oder einen Moment beim Schopf packen. Also Kairos steht eigentlich für sowas wie einen glücklichen Moment. Und das ist, der glückliche Moment findet nie Platz in Chronos. Doch, Chronos organisiert die zählbare Zeit und wenn die Zeit zählbar ist, dann kann man planen einerseits, aber man kann auch vorhersagen und man kann die Geschichte ordnen. Und Kairos ist das, was ihm einfällt. Das ist eine ganz alte Vorstellung. Und in der Kunstgeschichte wurde Kairos oft vorgestellt als eine Figur, die auf einer Kugel steht, weil die nie einen festen Stand haben kann. Also die Kugel dreht sich und Kairos muss ständig die Balance suchen. Und ist eigentlich gar nie richtig, also steht nie firm, ja? Steht nie fest irgendwo da. Und ist immer schon wieder weg. Wenn man ihn irgendwo sieht, ist er immer schon wieder weg.
Und deswegen hat Peirce auch von dieser Abduktion, was eigentlich eine logische Figur ist, in der Logik, aber nicht als Logik gesprochen, sondern in Bezug zu einer Zeichenlehre, Semiotik. Ja. Und seine Vorstellung war, und das ist das Metaphysische daran, er hat gesagt, alles, also Materie und Geist sind nicht zwei, also sind nicht das Gleiche, aber sie bilden ein Spektrum. Und hat gesagt, Materie ist extrem langsamer Geist und Geist ist extrem schnelle Materie. Und damit hat er gesagt, das ist das Spektrum, mit dem ich denken will und es ist ein Instrument. Es erklärt nicht, was die Dinge sind. Es sagt, damit kann ich aber denken auf der Höhe der Abstraktionen der heutigen Mathematik und der heutigen Technik, was ja die Elektromagnetik war und all diese Dinge, die so schwer einzuordnen war, was das bedeutet für Logik, also für eine kartesianische Logik. Wobei man da sagen muss, dass wenn ich kartesianische Logik sage, ist das immer nicht Descartes, sondern es ist eine Rezeption im 20. Jahrhundert, die aus Descartes eine Vogelscheuche gemacht hat. Das ist wirklich eine in Englischen, was ist jetzt das Wort? Ein Strohmann. Ja? Also, weil Descartes hat gar nicht den leeren Raum gedacht, er hat den vollen Raum gedacht. Er hat auch eine Architektonik vom Raum gedacht. Er hat gesagt, der Raum ist voll, ist ein Plenum, also nicht ein Vakuum, sondern ein Plenum. Und in diesem Plenum gibt es aber Risse, aber diese Risse sind nie real, weil die Materie ständig die Risse füllt. Und dadurch hat er ein dynamisches Bild gehabt, in dem die Leere oder das Void mitgedacht ist, ohne dass er die theologische Frage, ob es ein Nichts geben darf, beantworten muss. Weil es ist ja ein architektonisches Modell. Das war auch, diese Risse sind ein Platz für den Zufall oder für Kairos gewesen. Und das ist eine Art Template. Darüber können Sie die verschiedenen Architektoniken durch die Jahrhunderte, Sie werden immer diese Konstellationen finden. Und die Abduktion, würde ich sagen, ist eben ein schöner Begriff, der versucht, diese Dinge zusammenzudenken. Und es ist auch bezeichnend, dass Peirce gesagt hat, okay, diese Art von Logik, erstens geht sie mit einem Logos vom Topos aus, also sie kommt eigentlich damit aus, dass sie gar keinen allgemeinen, also im Sinn von generell, Raumbegriff braucht. Sondern Raum ist dann das, was ständig artikuliert wird. Und es heißt aber gleichzeitig etwas, was heute ja extrem zeitgemäß ist. Ja, wenn man mit der Kommunikation als Physik, also Informationstechnik, sagt, dass die Kommunikation, it matters, no? So. Communication matters. Das heißt nicht nur, es gibt dieses elektromagnetische Substrat, wo man dann irgendwie Ordnung einbringt, sondern es heißt eigentlich auch, es beginnt Kräfte zu organisieren. Also Communication Matters ist eigentlich, wir sind wieder in der Rhetorik. Also es ist im Sprechen, auch im präzisen und im logischen Sprechen, immer eine Art von Einflussnahme oder eben Überzeugung oder Affektieren, also eine gefühlsbezogene Materialität, könnte man sagen, mit im Spiel. Das ist so in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich der allgemeine Trend, der so aus der Medienwissenschaft heraus entstanden ist und aus der Kybernetik heraus und auf eine neue Weise den Mensch oder das Subjekt wieder ins Zentrum stellt. Und zwar nicht als abstrakte Norm oder Referenzgröße, sondern extrem konkret in Affekttheorien. Und das ist ein schöner Kreis zu der Semiotik, die bei Peirce über die Abduktion neu erfunden wurde. Ich halte das wirklich für einen extrem wichtigen Begriff für jedes Entwurfsdenken eigentlich. Das ist auch vielleicht noch ein ganz kurzer Umweg, weil das mit der Rhetorik so unangenehm heute im Raum steht. Das ist ja beängstigend. Rhetorik wird ja immer mit schlechten Absichten verbunden. Aber der Begriff vom Topos kommt aus der antiken Rhetorik und hat auch das gemeint. Er hat gemeint, okay, ein Ort von Bedeutung muss ein gemein, also ein commonplace werden. Eine Art Allgemeinsinn. Ja,
Das heißt, es geht mit der Rhetorik heißt, ist auch immer gemeint, es geht gegen eine Art Expertendiskurs versus eine natürliche Weise zu reden. Und das ist ja eigentlich, was, die, was im 20. Jahrhundert passiert ist mit dem Linguistik-Turn. Es hat sich sowas wie ein logisches, formales oder akademisches Sprechen entwickelt oder Schreiben und dann die Normalsprache. Und ja, dagegen gehen diese Entwicklungen und sagen, wir müssen die gar nicht trennen, sondern ein Allgemeinbegriff ist natürlich auch nicht für alle exakt genau gleich allgemein, aber er hat eine allgemeine Gültigkeit, so ein bisschen wie heute zum Beispiel die Begriffe ja eine allgemeine Gültigkeit haben relativ zu einem bestimmten Fächerfeld. Also Raum in der Geometrie ist relativ allgemein bestimmbar. Raum in der Psychologie, je nachdem, in welche Spezialisierung man geht, auch. Und so weiter. Es ist eigentlich nichts anderes. Es lehnt nur ab, dass es zwischen diesen Commonplaces eine homogene Metastruktur gibt, die neutral wäre. Ja, vielleicht zu viel zur Abduktion. Die Kernfigur, die man mit Abduktion denken muss, glaube ich, ist Skala. Ja, die Skala. Weil eine Skala eigentlich so ein Spektrum heißt. Also wenn Peirce dieses große Spektrum zwischen Denken oder Geist und Materie gemacht hat, muss man ja nicht unbedingt auf dieser Abstraktionsebene arbeiten. Man kann ja aus jedem Gegensatz ein Spektrum machen. Also aus allem, was vermeintlich ein Gegensatz ist, kann man ein Spektrum machen und was man hat, wenn man es als Spektrum denkt, ist Skalierbarkeit. Aber diese Skalierbarkeit ist dann immer relativ zu dem, was man damit tut. Das heißt, die ist nicht wahr oder falsch. Die ist instrumentell, seine Medialität. Aber diese Art von Medialität oder von Skala und von Abstraktion, glaube ich, ist sehr wichtig für das, was Architektonik eigentlich ist, würde ich sagen, weil Architektonik eben nicht Logik ist. Sie ist von Logik. Und ich würde sagen, in der Logik ist immer Architektonik am Werk. Aber die sind genauso wenig aufeinander abbildbar, also zur Deckung zu bringen, ja, wie andere Konzepte auch. Und dieses nicht zur Deckung bringen ist eigentlich der Ort der Kommunikation. Sie haben ja von die Architektonik von Kommunikation. Das, glaube ich, ist, was es bezeichnet. Also dass eine logische Form und eine Kommunikation, Kommunikation ist diese energetische, diese affektive, dieses materielle, was immer nie ganz rein sein kann. Weil es gibt Kommunikation immer nur, wenn man es, wenn etwas der Übertragung von der Botschaft passieren kann. Also wenn es einen Parasiten gibt, jemanden, der abhört und die Botschaft verfälscht. Oder jemand, der den Rezeptor kalibriert hat auf eine Weise, die nicht mehr synchron geht mit dem Sender. So, das sind kybernetische Modelle, davon gibt es viele. Was die alle sagen ist, Kommunikation ist eben nicht transparent und neutral, sondern es passiert immer etwas in der Kommunikation, was selber nicht schon Teil des kommunikativen Austausches ist, sondern was irgendwie situativ ist, was die Kommunikation an einen Ort bindet und in ein Geschehen einbindet. Und ich glaube, damit kann ich zur zweiten Frage, die Sie hier formuliert haben. Was ist Ihre Herangehensweise, um mit Komplexität umzugehen? Was bedeutet es für Architekten, aus der Fülle zu schöpfen? Und inwiefern bezieht sich diese auf den heutigen Umgang mit Coding und Big Data? Ich würde sagen, genau das. Ja, also das aus so einer einer kommunikativen Physik, die das Reden, das Sprechen, das Schreiben auch energetisch anschaut, also die mit Informationstheorie arbeitet, löst sich eigentlich Information immer in Daten auf. Und Daten und Information, das ist, glaube ich, wichtig, sind nicht das Gleiche, weil die Information aber das wird jetzt sehr technisch. Vielleicht lassen wir das einfach beiseite. Also es geht mit der Komplexität darum, dass
diese Verbindung von Kommunikation und Architektonik loslassen muss, dass ein Problem etwas ist, was gelöst werden kann. Ja. Also Komplexität ist nicht ein Adjektiv, was zu einem bestimmten Ding gehört. Na, ein Essen ist komplex und ein anderes ist einfach. Sondern Komplexität gehört zur Welt. Wir sind nie draußen aus der Komplexität. Aber wir können lernen, mehr davon zu integrieren, also mit mehr Komplexität umgehen zu können. Und das tun unter anderem Begriffe. Also deswegen ist Logik so wichtig. Logik wird jetzt nicht hinfällig, nur weil Rhetorik auch wieder wichtig wird. Also Begriffe. Und hier wird, glaube ich, ein Unterschied zwischen Abstraktion und Verallgemeinerung als Generalisierung sehr wichtig. Die beiden werden heute weitgehend als Synonym verwendet. Im Englischen gibt es, ja, die werden fast als Synonyme verwendet und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Fehler. Weil die Abstraktion, würde ich sagen, geht immer mit Abduktion. Das heißt, die will gar nicht stehen bleiben und eine Totalisierung machen. Die will gar nicht rein analytisch die Sachen klassifizieren und sortieren, sondern dieser kreative Impuls ist eben genau immer weiterzugehen. Das würde ich sagen, ist mit der Abstraktion. Die Abstraktion, der ist immer langweilig. Man kann, so Abstraktion heißt ja eigentlich, wenn Dinge, die nicht zusammenpassen, und dann erfindet man, wie die doch Sinn machen können. Das war sehr Poetisches da drin. Und das tut die Mathematik genauso. Weil die Mathematik, die Abstraktion in der Mathematik, geht ja eigentlich immer darum, wie man irgendwie das unermesslich Große und das unermesslich Kleine oder das Leere und das Volle, also lauter solche Dinge, wie man, oder der Kreis und das Rechteck, ja, oder der Körper und der Punkt, also keine Dimension oder drei, also das sind lauter solche Topoi, abstrakten Topoi. Und die Mathematik erfindet immer, wie die zusammen können. Und das, die entwickelt sich deswegen auch in Branches, nicht als System, wie manche sagen möchten, dass es irgendwie ein Fundament gibt, das ist festgesetzt und dann entsteht sowas wie eine Pyramide, bis alles ganz exakt wird. Sondern das ist in der Mathematik, das geht in einem Branching. Und dann gibt es auch Äste, die führen dann nirgendwo hin für eine Zeit und dann bleiben sie als Kuriosum zurück. Und dann 200 Jahre, 500 Jahre später findet jemand einen Anschlusspunkt und kann daraus zack, etwas extrem Zeitgemäßes machen, was noch nicht da war. Also das Verhältnis von Mathematik und Zeit ist definitiv da. Nur die Logiker, die idealistischen Logiker würden sagen, es gibt keine Zeit in der Mathematik. Aber das heißt, dass wir Zeit eben anders denken müssen. Und so, das ist mein Umgang mit Komplexität. Komplexität ist nicht etwas, was wir versuchen müssen wegzumachen, sondern Komplexität ist wie das Wetter. Es ist wie unser Gefühlsleben. Komplexität ist immer da. Und was ich glaube, aber das ist jetzt wirklich eigentlich so etwas wie ein ethischer Grundsatz. Man sollte lernen, mit Komplexität umzugehen, weil es der einzige Weg ist, wie man großzügig sein kann. Also wie man von Dingen, die einem zu nahe gehen, die einen bedrohen, wie man großzügig sein kann, wie man das koexistieren lassen kann. Wie man nicht darauf beharren muss, das alles auf eine Norm zu bringen. Das ist der Umgang mit Komplexität. Für mich ist der Umgang mit Komplexität ein ethischer primär. Und zwar in jedem Feld. Ja, und was aber, wie sich dann dieser Umgang oder dieser ethische Umgang äußert in einer nicht persönlichen, sondern in einer allgemeinen Weise, das sind die Worte, das sind die Begriffe, das sind auch die Regeln in der Sprache. Also, dass man ständig in einer Balance ist mit Worten, die wirklich nur verwirrend und überflüssig sind und quasi abstrahiert werden müssen in einen neuen gemeinsamen Begriff. Information hat das zum Beispiel gemacht, bevor er wieder disziplinär in tausend Richtungen territorialisiert wird. Ja, aber dieses Spiel von Worte quasi zu klären in einen allgemeineren Begriff und dann aber wieder, weil er dort ja nicht stillsteht, erlaubt er neue Erfahrungen. Stellen Sie sich vor, über Essen zu reden, ohne dass Sie Früchte sagen dürfen. Oder ohne dass Sie von Besteck sprechen. Das sind Allgemeinbegriffe. Also sowas wie
Mengen, ja, Mengen, also die vermengen etwas, aber der Punkt ist, dass man diese Begriffe als, ja, nicht jetzt als, ja doch, man kann die selbst wieder als eine Art Topos verstehen oder eine Art Repository. Also niemand würde ja darüber, wobei das gab es bestimmt auch bei den analytischen Philosophen, Streitereien, was exakt die Menge ist von allem sinnvollen Besteck oder so. Also man kann ja dann aufzählen, was gehört in eine Klasse. Das ist ja eigentlich das, was Klassifikation dann macht. Aber eben, also da, Klassifikationen oder diese generellen Begriffe sind wichtig, weil sie wirklich helfen. Aber sie helfen auch, dass man immer weitergehen kann. Und mit Komplexität verbinde ich nicht eine Bewegung von Fundament zu stabiler Pyramide, sondern eine Zirkularität. Etwas wie das Wetter. Immer wieder Cycles. Und zwar nicht ein Zyklus. Ja, nicht, dass man immer wieder an den gleichen Punkt kommt und dann nochmal so wie Sisyphus, sondern wie im Wetter. Es gibt viele Skalen. Es gibt das Wetter. Ja, im Kalenderjahr, in den Jahreszeiten, Jahreszeiten in Bezug zu den Festen oder in Bezug zur Fruchtbarkeit der Natur und so weiter. Also viele Skalen, die alle koexistieren, die machen das Wetter. Und der Begriff von Wetter in vielen Sprachen, im Französischen, aber nicht nur dort, ist der gleiche wie der für die Zeit. Le temps. Il fait beau temps. Das sind viele Sprachen so. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Also Zeit ist eben nicht entweder zyklisch, punktuell, linear oder eine Art Bank, sondern wie die Komplexität ist die Zeit für alles, was wir denken können, zumindest immer schon da. Und wenn wir dann sagen würden, woher die Zeit kommt, dann, glaube ich, sind wir definitiv nicht, können wir nicht mehr beanspruchen, in einer exakten, in einer wissenschaftlichen Redeweise zu sein. Dann sind wir beim Geschichten erzählen, dann sind wir auch in den Religionen, dann sind wir bei den persönlichen Werten. Und da sollte man nicht versuchen, irgendwie mathematisch was beweisen zu wollen. Und der Umgang mit Coding und Big Data, würde ich sagen, findet eben in dieser Zeit als Wetter statt. Weil die Data, also die Daten, eben die Daten, sowas wie ein Quantum von diesem Magma, würde ich sagen, an semiotischer Materie zwischen Geist und Energie, wenn wir bei Peirce bleiben und mit seiner Vorstellung sprechen. Das sind Quanten davon. Das heißt, die sind herausgeschnitten. Also die Daten sind keine Repräsentation, es sind keine Aufzeichnungen von dem, was tatsächlich passiert, sondern das sind probabilistische, die Daten, die erlauben, dass wir probabilistisch modellieren. Und probabilistisch modellieren heißt immer, dass wir eine Ausgangslage haben und einen weiteren Entwicklungsschritt und dann dazwischen kalibrieren. Deswegen können die Algorithmen prädiktiv werden. Deswegen können Algorithmen uns profilieren. Deswegen kann Amazon mir Vorschläge machen, die ich wirklich mag, weil ich seit, weiß nicht, 20 Jahren mittlerweile halt über Amazon Bücher suche. Es gibt ein Profil von mir, was ich selber nicht weiß. Und das ist mit allen Bereichen so. Also, und dann diese Profile werden gebildet natürlich in Abgleichung mit Profilen von anderen durch lauter abstrakten Prozessen, die sehr, sehr viel mit Abduktion zu tun haben. Und das Codieren ist auch wichtig. Das Codieren ist sowas wie eine Brücke zwischen mathematischem Denken, logischer Form und semiotischem Sinn oder so. Also Codieren hat hat immer eine formale Ausdrucksweise, aber diese Form ist Algebra. Die ist nicht Logik, die ist Algebra. Und die Algebra ist auch wieder das Wiedereinbild für das Zyklische, für die Zeit. Ja. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage. Was verstehen Sie unter dem von Josef Frank geprägten Begriff des Akzidentismus? Wie würden Sie den Begriff im Kontext von Architektur, Film und Sprache interpretieren? Ich bin nicht allzu sehr vertraut mit Josef Frank.
Aber ich kann viele Bezüge natürlich herstellen zu einer Vorstellung von Akzidentismus. Ich glaube nicht, dass das so etwas wie ein vollkommen idiosynkratisch neu erfundener Begriff ist, sondern natürlich kennt ihr die Bedeutungen um Kairos, um Zufall, um Mallarmé. Aber die Themen von Zufall waren ja im 19. Jahrhundert in der Romantik omnipräsent in den Künsten. Ja, und ich lese es vor allem als eine Art Bekenntnis dazu, eben quasi das Offene der Zeit und auch eine Offenheit von Raum wertzuschätzen. Also zu sagen, es ist nicht gut, wenn wir versuchen zu bereinigen. Also wenn wir Platz lassen für das Schmutzige, wie man so sagen würde. Ja? Also das, was vermischt ist, was eben nicht reingestellt ist, für das Parasitäre, für das Lebendige, für das Kommunikative. Wie man dann daraus allerdings eine Lehre machen will, die Akzidentismus heißt, da bin ich zu wenig vertraut, wie er das wirklich geprägt hat. Und in der Konstellation, in der diese Themen für mich interessant sind, wäre das kein wünschenswertes Projekt. Ja, weil das wäre dann sowas wie, ich will einen Umgang mit Komplexität zu einer Lehre machen. Das heißt, ich setze nicht mehr voraus, dass die Komplexität immer da ist, wo wir schon sind, sondern ich objektiviere sie, ich platziere sie, ich bereinige sie. Ja, das schwingt eigentlich immer mit, wenn man denkt, dass man aus dem Umgang mit einem Einfall oder mit Akzident eine Lehre machen kann. Was ich mir vorstellen kann oder was auch wiederum sehr zeitgemäß ist heute, ist dann quasi das zu verbinden mit einem Gegenpol, also mit, zum Beispiel mit der Spekulation. Das ist etwas, was heute so weit aufgegriffen wird in diesem neuen Materialismus und diesen sehr informationsphilosophisch betriebenen neuen philosophischen Ansätzen. Die verbinden sehr oft Spekulation und eine Art Zufälligkeit. Also so Serendipity ist ein anderer Begriff, der wichtig war. Und das ist aber auch wichtig. Serendipity ist ein Kernbegriff gewesen in der Kybernetik, weil man ja eben mit der Algebra quasi Zufälle rechnen kann. So, und das ist ja sicher nicht, was ihn interessiert hat, so viel ich weiß von ihm. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch das ist, was er genau das ist, was er eigentlich was er eigentlich entwickelt hat. So einen Umgang mit Zufall, denke ich, ist für mich, wenn ich das versuche, so kurz wie möglich zu sagen, kristallisiert er ein bisschen darin, dass man Abstraktion und Generalisierung eben separiert hält. Wenn man dann nämlich denkt, jeder allgemeine Begriff, also jeder generelle Begriff, also jeder formale Begriff, findet seinen Ort in einer Architektonik. Quasi, ja, wie mit Peirce, also über Abduktion gedacht wurde. Ein abstraktes Modell. Und dieses abstrakte Modell, das will nicht die Welt repräsentieren, sondern das ist eine Art Instrument, mit dem man denken kann. Und wenn das aber immer relativ ist zu einer solchen Architektonik, dann ist ja immer nicht ganz verbindlich, was man findet innerhalb der Ordnung des Generellen, also innerhalb der Logik. Das heißt, es bewährt sich, also es ist wie mit Erfahrung. Es gibt auch keinen Grund daran, damit einfach zu sagen, es ist alles vollkommen relativ und beliebig, weil man kalibriert es ja mit einer Erfahrungswelt. Aber es ist auch so, dass über die Definitionen dort eine normale Wirklichkeit aktiv gestaltet wird. Wenn man dann jetzt ohne aufzulösen, was ein poetisches Wort und ein logischer Begriff, das ist so eine Streiterei in der Philosophie, dass man sagen will, was ist denn wirklich ein Begriff, wenn er nicht, ist denn nicht jeder Begriff irgendwann schon mal Metapher gewesen? Oder was ist der wahre Name von einem Ding? Das sind so ein bisschen scholastische, abstrakte Kämpfe, die, glaube ich, heute nicht so wahnsinnig produktiv sind, sich in denen zu verausgaben, sondern eine Art Fuzziness zulassen. Ja, und zu sagen, also so, wenn ich jetzt in einem
so von Begriffen spreche, einfach versuchen mitzusagen, wie man es meint. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Informationen in Bezug zur Informationstechnik rede, dann meine ich schon den mathematischen Begriff. Das heißt, der ist auch nicht ganz klar übrigens, aber ich, so, dann will ich nicht irgendwie eine persönliche Deutung geben. Aber wenn ich zum Beispiel über, im Begriffen von Informationen über, deine, Alex, deine Abgabe beim Modul spreche, dann will ich ja nicht evaluieren, ist das jetzt kalibriert mit der Wissenschaft wahr oder falsch, sondern ich will greifen, was du darin artikuliert hast. Und dann ist der Begriff der Information eher ein Wort, das dann hoffentlich gut informiert ist, wiederum, aber nicht wahr oder falsch ist. Und der Umgang mit Akzident oder mit Zufall, der würde sich für mich darüber ergeben. Das heißt, Rhetorik muss nicht entweder Logik, die koexistieren. Genauso wie Poetik und Grammatik koexistieren. Ich meine, es gibt keine Figürlichkeit in der Rede, wenn man nicht die syntaktischen Regeln kennt. Weil dann weiß man nämlich gar nicht, was man übertragen soll, also was eine Übertragung wäre, zum Beispiel. Also diese Dinge, glaube ich, ist, wir sollten aufhören, uns vorzustellen, dass die sich als Entweder-Oder zueinander verhalten. Kreativität und Rationalität sind nicht Entweder-Oder. Die Mathematik macht es vor. Es ist so rational, wie man es sich nur denken kann. So rational, dass das Irrationale, das Reelle, das Komplexe, das sind alles, die sind einfach nicht eins. Die sind nicht von ein und der gleichen Natur. Jetzt habe ich es wieder geschafft. So, und das würde aber heißen, keine allgemeine Lehre, wie man mit Zufall umgehen würde, finde ich interessant in Bezug zu Architektur, Film, Sprache oder irgendeine Kunst oder auch zu Wissenschaften, sondern das führt jetzt zu weit, das wäre eigentlich der Begriff des Kanons, der hier kommt. Das ist eigentlich der Begriff des Kanons. Also nicht eine Lehre, sondern eines Kanons. Vielleicht ganz kurz, weil eine Lehre hat ja immer eine Methodik und eine Didaktik, die explizit ist. Also man geht davon aus, dass es zum Beispiel Hierarchien gibt oder nicht, dass das, was gelehrt werden soll, sich fassen lässt oder also quasi als Inhalt gefasst werden kann oder aus der Erfahrung und aus dem Tun entsteht. Alle solche Entscheidungen sind bei einer Lehre drin und die sind dann dort festgeschrieben in einer Lehre. Jetzt kann man, wo ich mitgehen würde, ist zu sagen, aus einer Lehre kann man Methoden machen und mit Methoden kann man dann umgehen. Aber eine Methode ist mechanisch. Also eine Methode erlaubt uns, von einem Punkt an einen anderen zu gelangen. Also eine Methode erlaubt uns, etwas relativ kontrolliert zu erzeugen. Das ist etwas anderes wie eine Lehre. Und der Kanon, der Begriff des Kanons, hat was damit zu tun, solche Methoden immer wieder zu verinnerlichen. Also ein bisschen wie Athletik. Der Kanon ist eine Vorstellung vom Körper, der alles, was neu gelernt wird, in sich aufnehmen kann. Und so, das ist auch der Begriff, wie er sich über die Skulptur, also über die Plastik entwickelt hat. Also die Geschichte in der Plastik geht immer um den, ja. Man kann jetzt sagen, um die Ebenbildlichkeit, also quasi von abstrakt bis zu sehr menschlich. Und das ist aber eine doofe Geschichte. Das kann man schon so behaupten. Es gibt auch viele Indizien dafür, aber das ist so, wie wenn man aus Descartes einen Strom anmacht. Das ist nicht wirklich interessant. Interessant ist, wie das passiert ist, dass die Figuren plötzlich aus dem Stein heraus freigestellt worden sind. Oder dass man gelernt hat, Körper so zu modellieren, dass sie in prekären Balancen stehen. Das ist ein unglaublicher Abstraktionsreichtum, der zuerst verinnerlicht sein muss, bevor man eine Statue so machen kann. Ja, und so weiter. Ja. Und dann bis heute geht es ja ein bisschen so in interessante Richtungen, versuchen zum Beispiel Pflanzen als als Existenzweisen von Pflanzen, die ja so vielfältig sind,
als eine Art, in eine Art kanonische Form zu bringen. Also der Kanon, wenn der künstlerisch gedacht ist, der will nicht Recht haben. Der will quasi so eine Art Repository. Der will verkörpern können alles, was man kann. Was man allgemein kann. So wie eine Sprache ja auch. Wenn man eine Bestandsaufnahme von einer Sprache macht, also die Grammatik festschreibt, dann ist die ja nicht wahr oder falsch, sondern die gibt Stabilität für einen bestimmten Zeitschnitt. Und Kanons sind auch so. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit Kanons eigentlich immer der, wie kann ich Kontinuität mit der Geschichte bewahren? Also wie kann ich alles, was jetzt neu ist, so formulieren, dass es nicht mehr einfach nur neu ist im Sinn von, ha, ich lasse alle Traditionen los, sondern was wir jetzt neu können, war eigentlich hier schon angelegt, aber es war noch nicht explizit oder so. Eine Art Sättigung. Also es wird ja einfach immer reicher. Und das ist, weil der Begriff ist ja so verhasst heute. Und für mich das klarste Beispiel, wo das greifbar wird, ist nicht wirklich die Skulptur, sondern es war im Recht, in der Juridik. Und zwar, weil im Recht dieser Unterschied zwischen Generalisierung und Abstraktion so drastisch ist. Weil man im Recht ja immer Dinge entscheiden muss, die logisch betrachtet eben genau nicht entscheidbar sind. Ja? Also wenn klar ist, ob etwas ein Übertritt ist oder nicht, dann braucht es gar keine Gerichtsverhandlung. Dann gibt es Sanktionen, die intakt sind. Das heißt, Gerichtsverhandlungen braucht es für alle die Punkte, wo irgendwie eine Art Überschreitung passiert ist und nicht klar ist, wie die zu sortieren ist, also wie die zu bewerten ist. Und gleichzeitig muss man aber im Recht ja immer mit Allgemeinbegriffen operieren. Das heißt, man ist nicht ein Individuum, sondern vor Recht sind ja alle gleich. Das heißt, man ist eine Person zum Beispiel. Man ist eine juridische Person, wenn man eine Firma ist und so weiter. Also das sind logische Begriffe, aber die logischen Begriffe können aus ihrer Systemlogik nie begründen, warum ein Entscheid so nicht anders fällt, weil sonst wäre es ja gar kein Gerichtsfall geworden. Und was das Recht jetzt macht, um damit umzugehen, ist das sogenannte dogmatische Recht. Weil das dogmatische Recht nämlich nicht behauptet, so muss immer entschieden werden, wenn alles so ist, sondern es bildet so eine Art kanonischen Körper. Von den Gerichtsentscheiden, die da sind und die nicht wirklich passen und wie die kalibriert werden zu den Entscheiden, die weiterkommen. Und ein Beispiel, um das wirklich greifbar zu machen, ist dieser Fall im letzten Sommer in der Schweiz, wo Jugendliche im Zug von der Fridays for Future Demonstrationen eine Bankfiliale besetzt haben und Tennis gespielt. Das war friedlich, sie wollten demonstrieren. Sie wurden aber verhaftet, weil es ihr Hausfriedensbruch war. Und die Sympathien waren natürlich von allen Seiten mit den Jugendlichen. Und das ging so weit, dass der Richter in erster Instanz die Jugendlichen vom Hausfriedensbruch freigesprochen hat. Mit der Argumentation, dass sie für ein höheres Gutes sich eingesetzt hätten und dass das den Übertritt quasi nichtig macht. Und was dann passiert ist, ist, dass dieser eine Entscheid eine gesamte Stabilität zum Kollaps bringen würde. Ja. Weil man dann auf diesen Entscheid basierend andere Urteile neu evaluieren müsste. So, das war eine interessante Diskussion. Sie ist dann auch weitergegangen zu höheren Gerichten und wurde rückgängig gemacht und wurde aber in der Moral eigentlich, ich weiß nicht, wie der schlussendliche Entschied war, aber auf jeden Fall hätte man das moralische Urteilen mit einer solchen Dogmatik bewusst, mit einem dogmatischen Bewusstsein anders lösen können, ohne diesen Kollaps zu machen. Man hätte sagen können, sie können nicht freigesprochen werden, aber sie werden zu einer symbolischen Minimalstrafe von einem Schweizer Franken verurteilt. Fast das Gleiche, nicht ganz. Ja, aber die Implikationen sind enorm. Das meine ich mit Abstraktion und Verallgemeinerung und Akzidentalismus. Ja, nicht muss, ja, aber das Akzidentielle muss irgendwie Platz finden in diesem Spalt oder in diesem Riss. Und deswegen muss dieser Riss offen gehalten werden. Und das, glaube ich, ist das, die Spreitung, das Eröffnen von einem Raum, was Architektur eigentlich tut.
Gut, nächste Frage. Sehen Sie den Raum als dritten Erzieher? Diese Frage finde ich etwas verwirrend. Was wäre der, ja, okay. Ein dritter Erzieher, also neben den Eltern und den Lehrern. Okay. Das hört sich für mich etwas animistisch an. So, ich wäre sofort dabei, dass der Raum immer eine aktive Rolle mitspielt, aber ihn als, als quasi Person oder als Personenprofil in eine didaktische Theorie mit einzubeziehen, geht mir viel zu weit, weil das ja heißen würde, also einen Lehrer kann ich ja identifizieren. Ich weiß auch ungefähr, was der tut. In der gleichen Weise können wir nicht vom Raum sprechen. Also Raum wird ja wirklich immer wieder, also unsere Vorstellungen von Raum verändern sich alle 150 Jahre massiv. Durch die Physik, durch die Technik, durch die Mathematik und so weiter. Das heißt, in diesem Sinn wäre mir das zu viel gesagt, aber ich finde natürlich sehr stark, dass der Raum eine Art Objektivität verkörpert, die tatsächlich im Kern einen Bildungsauftrag hat. Also dass diese Objektivität, die der Raum dann verkörpert, eben nicht primär wichtig ist, weil sie uns zeigt, wie die Dinge wirklich sind, sondern sie fasst eigentlich in einer formalen Weise, was die meisten denken, dass der Fall ist. Ja. Dass etwas der Fall ist, heißt, es ist verallgemeinerbar. Es findet nicht nur einmal statt. Wenn etwas nur einmal stattfindet, dann reden wir von einem Accident, von einem Zufall oder von einem Event sprechen. Aber wenn etwas der Fall ist, gibt es eine Regelmäßigkeit dazu. Und der Raum verkörpert das. In diesem Sinn muss der immer mitgedacht werden, aber es ist nicht klar, was der Raum ist. Ja? Weil diese Regelmäßigkeiten, also die ändern sich. Also wenn wir eben Regelmäßigkeiten aus einem topologischen Denken, und Topologie ist die Mathematik von Leibniz, damit hat das angefangen, das heißt barock, 300 Jahre alt. Die Formulierung bei Peirce im 19. Jahrhundert war dann eine Kodierung davon, eine Übersetzung. Aber in jedem von diesen Räumen ist Platz für ganz viele andere Regelmäßigkeiten. Das heißt, wir gestalten mindestens so sehr die Vorstellung von Raum mit, in der Weise, wie wir uns einigen, was als objektiv gilt. Und wiederum, was als objektiv gilt, ist tatsächlich eine Frage der Einigung. Also ganz kurz den Bezug zur Juridik, zum Recht zurück. Da ist eine der großen Fragen, ist, was tut man mit einem Fall, den es so einfach noch nie gegeben hat? Oder wann ist etwas, was schon eine bestimmte Regelmäßigkeit hat, so neu, dass er neu behandelt werden muss? Im angloamerikanischen Recht heißt das ein Präzedenzfall. Ja. Wie geht man mit einem Präzedenzfall um? Man muss den Raum schaffen zuerst, in dem dieser eine Fall so singulär ist, aber verallgemeinerbar ist. Und in so einem Sinn, ja, also dass der Raum uns eine Objektivität einerseits gibt, also wir können das kalibrieren mit Erwartungen, mit allgemeiner Gültigkeit, aber wir etablieren den auch. Das heißt, der Raum ist immer konstituiert. Und das Konstituieren ist ein, würde ich sagen, im Kern ein architektonischer Akt. Und man kann den unterschiedlich tun. Man kann sagen, ja, weil er gehäuft vorkommt, kriegt er das Recht, zu einer neuen Klasse zu werden. Oder man kann sagen, weil etwas abgespalten werden muss, um die Stabilität von dem, was vorhergeht, zu bewahren, muss er zu einem eigenen Recht werden. Also eine deduktiv und eines induktiv. Und der Punkt ist, dass die Abduktion genau hilft, eigentlich beide in einen Pakt zu bringen. Also nicht entweder nur bottom-up, was für das angloamerikanische Recht steht, also fürs Common Law, die mit Präzedenzfällen umgeht, oder nur top-down, was fürs europäische, fürs Kanonrecht gilt. Und Architektonik ist da dazwischen. Und in diesem Sinn ist die Architektonik oder eben dann auch der Umgang mit Raum durchaus eine Art Erzieher, würde ich sagen. Aber nicht eine Erzieher, die jetzt als Person auftritt oder gefasst werden könnte. Also wenn jemand mit der Stimme von Raum an sich spricht, dann kriege ich Gänsehaut.
Und der Bezug dazu ist auch jetzt gerade zur dritten, zur letzten Frage, die Sie formuliert haben. Was hat Architektur mit Gnomonik zu tun? Was verstehen Sie unter dem Begriff Gnomonik? Der Gnomon ist klassisch die Sonnenuhr. Also das ist der Stab, der senkrecht im Sonnenlicht steht und Schatten wirft. Und der Gnomon, glaube ich, ist jetzt für mich zumindest nicht so sehr deswegen interessant, weil er suggeriert eine Art organische Zeitmessung versus ein mechanisches Clockwork. Ja, also das ist nicht der Unterschied in meinem Verständnis, sondern der Unterschied ist, dass der Gnomon eine Art künstliche Intelligenz war. Ich würde ihn als künstliche Intelligenz beschreiben, weil er ein objektiver Stab ist, also nicht ich bin das, aber stellvertretend für das, womit ich mich beschäftigen will, kann ich mich in die Position des Schattenwerfers projizieren und dann geometrisch die Dinge modellieren. Und das ist eine Art künstliche Intelligenz, die ist unpersönlich, aber was die leisten kann, also wenn wir jetzt sagen, was die leistet, ist Geometrie. Die Geometrie von Euklid war viel weniger mächtig als die durch die spätere Zeit. Was man findet, die wird nie als falsch erklärt, aber wir haben heute viel abstraktere Geometrien, mit denen sich Mechaniken formulieren lassen, die darin nicht aufzufinden wären. Das heißt, so etwas wie die künstliche Intelligenz, von dem der mechanisch die Dinge kontrolliert. Und was damit geschieht, ist eben etwas Lustiges, weil damit der Mechaniker zum kreativen Menschen wird. Das ist auch etwas, was uns heute so unzeitgemäß erscheint. Das war aber vollkommen selbstverständlich bis zur Aufklärung. Also solange man die Ausbildung in die freien Künste organisiert hat, ins Trivium und ins Quadrivium, war die Mechanik wie die Technik Kunst. Das heißt, es war eine Poesis, es war ein Schaffen drin und es war ein Rationalisieren drin. Und das war kein logischer Raum, der das analytisch bestimmen würde, ob es richtig oder falsch ist, sondern es konnte etwas. Und dann hat man das umgeändert und hat die mechanischen und die schönen Künste aus den Freien gemacht. Und die mechanischen Künste ist in die polytechnischen Schulen gegangen, wie wir eine sind, und die schönen Künste in die Kunstschulen und in die Akademien. Und damit ist eigentlich diese Trennung aufgegleist gewesen, ja, wie das präzise Denken das andere zum Kreativen wäre. Das ist eine relativ junge Erscheinung. Und der Gnomon verkörpert eben sowas wie eine Subjekt, also ein Cogito, also ein Bewusstsein dem eigenen Denken gegenüber, was vorkartesianisch ist, also nicht dieses Cogito, das ist mit Descartes groß geworden, und was auch dieser Spreizung in Kunst oder radikal subjektiv und radikal objektiv und unpersönlich mit der Technik, was dem entgegenläuft. Der Gnomon ist eine Figur, eine archäologische Figur, die eigentlich für mich dafür steht. Und im Kern macht er Geometrie und Zeitmessung. Ja. Also einerseits macht der Gnomon eben die Zeitmessung, er gibt den Moment im Tag an, über den Schattenwurf. Aber um das zu berechnen, spielen komplexe astronomische Überlegungen eine Rolle. Und diese Überlegungen erlauben es eben auch, die geometrischen Formen quasi zu mobilisieren. Also die geometrischen Formen können dann mechanisch zusammenspielen, das heißt Zeit artikulieren. Der Mechanismus findet ja immer in der Zeit statt. Ja, dafür steht für mich der Gnomon und der ist zentral für die Architektonik. Und das Schöne ist, dass es über diesen Bezug zwischen dem Gnomon als eine Art künstliche Intelligenz einen Weg gibt, und da sind wir noch nicht so weit, aber das steht im Kern unserer Forschung am ACTP, sowas wie eine digitale Architektonik zu denken, die nicht linear arbeitet, so dass man jetzt alles nur noch im Informationsraum macht, alles nur noch Simulation ist, alles nur noch Bild ist, sondern physikalisch, optisch, physikalisch. Also dass man die Materie so denkt. Und unser versuchen zu entwickeln im Moment, ist eine Vorstellung wie dieser Gnomon, sowas wie ein topologisches Trivium und Quadrivium verkörpern kann. Also dass man quasi projektbezogen arbeitet, sich ein eigenes Quadrivium schafft, also dann nicht die Geometrie an sich,
sondern Geometrie, insofern sie für zum Beispiel euer Haus, was ihr darstellen wollt und was es aber nicht gibt, hilfreich ist. Das heißt, ein Ausschnitt davon, eine Artikulation von dem, was Geometrie kann, relativ zu dem, was ihr tun wollt, das ist dann der eine Pfeiler in einem Quadrivium. Ähnlich mit der Zeit, mit der Astronomie, ähnlich mit all diesen Dingen. Und dann wieder artikulieren, aus der Sprache heraus und im Quantitativen. Also eine Quantum Literacy bespielen. Weil was die Big Data und Information ja heißen, ist, dass alles heute quantitativ ist, beschreibbar ist. Ja. Unsere Hormone, die unsere Gefühle zum großen Teil mitorganisieren, die Vaccinations, die unsere, so, das sind alles Informationen. Und das heißt, es ist quantitativ, aber quantitativ heißt nicht, dass darin keine Bedeutung eine Rolle spielen würde. Und so müssen wir wieder reden lernen. Das heißt nicht reden über, als ob reden ohne Konsequenz bleibt, sondern das Reden wird matters. Ja, also wie wir über die Dinge reden, erzeugt Konsequenzen. Und das, glaube ich, ist im Kern von einem neuen politischen Verständnis, wie es hoffentlich entstehen wird, aus der heutigen Lethargie heraus. Ja, Degnomon. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es ein Begriff ist. Es ist mindestens auch ein Wort. Und ein Objekt. Und ein Ding. Ja. Und das vielleicht noch schön dazu zu sagen, eines der schönsten Einleitungen ins Denken über den Gnomon ist von Vitruv. Vitruv hat ein ganzes Buch über die Gnomonik geschrieben und er hat dazu eine Einleitung, wo er den Gnomon oder die Gnomonik als eine Art Athletik des Intellektuellen beschreibt. Und er erörtert eigentlich die politischen Implikationen davon. Er beschreibt, wie es komisch ist, dass damals im damaligen Rom, aber auch wahrscheinlich auch in den anderen Stadtstaaten, es Brauch war, die Athleten zu feiern. Also es war ein politischer Brauch, die Athleten zu feiern und dass die ganze Gemeinschaft sich identifizieren kann mit dieser außerordentlichen Leistung, die einer vollbracht hat. Und Vitruv beklagt, dass etwas Vergleichbares überhaupt nicht existieren würde in Bezug zum Denken. Niemand würde sich identifizieren wollen mit einem Archimedes, der wie ein Athlet Außerordentliches gedacht hat, was überliefert ist, was den gesamten Gemeinschaften hilft, aber Archimedes würde, also diese Art von geistiger Athletik oder von Denkkörperathletik, fände keine politische Recognition. Das beklagt Vitruv im ersten Jahrhundert vor, in einem von seinen 10 Büchern. Und das drückt für mich wirklich sehr, sehr stark die Aktualität von einem körperlichen Denken aus. Und ein körperliches Denken nur kann Materie mit Geist verbinden. Also der Körper ist ganz zentral, aber der Körper ist nicht das andere zum Intellekt oder zur Kognition oder zu diesen Dingen. Sondern der Körper wird mit dem Denken und das Denken kann mit dem Körper. Und das ist die Kernfigur vom Kanon. Zumindest kann man das so sehen. Ich glaube, das war alles, was ich sagen kann im Moment zu euren Fragen.